Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ihr seht es wahrscheinlich, ich sitze hier in einem Haufen von Kleidung, Koffern, Gepäck, denn wir fliegen morgen nach Gran Canaria. Das erste Mal als Familie, dass wir fliegen, für mich auch das allererste Mal. Und ja, es schneit gerade bei uns draußen und wir haben morgen 25 Grad. Was wir eingepackt haben für die 2 Wochen, die wir dort sind, das wollte ich euch jetzt in diesem Video zeigen. Außerdem habe ich auch noch ein paar Tipps und Tricks für euch. Und genau, lasst uns einfach loslegen. Ich bin total aufgeregt und total gespannt, was ihr dann in den Kommentaren zu unserem Kofferinhalt sagt. Genau, die Kinder haben 2 Handgepäcks. Einmal ein großes, das ist unser Buggy, unser Reisebuggy. Der hat Reisepaketgröße, Handgepäcksgröße. Und der ist einmal das große Handgepäck der Kinder. Dann haben wir mein Handgepäck, also diesen Wickelrucksack werde ich nehmen als mein Handgepäck, denn die Kinder haben noch ein anderes Handgepäck, das zeige ich euch dann gleich. Ich habe einmal ein Wechseloutfit für natürlich beide Kinder dabei. Das sind Wechseloutfits, die man super auch schnell ausziehen kann, denn wir haben natürlich auch einen Temperaturunterschied von über 20 Grad, wenn wir landen und dementsprechend, wann sie sich einsauen, kann man hier super durch zum Beispiel so eine Zipperjacke einmal sich natürlich leicht auskleiden. Darauf habe ich bei beiden Outfits geachtet. Dann habe ich auch schon beide Sommermützen der Kinder hier im Handgepäck, weil, wie gesagt, wir erwarten morgen 25 Grad bei Landung und dort natürlich neben Afrika, die Sonne knallt wie Sau. Dementsprechend haben wir hier direkt die 2 Sommermützen schon dabei, dass wir die dann auch direkt aufsetzen können. Ich packe auch noch Sonnencreme ein direkt. Da habe ich jetzt noch keine passende Größe gefunden. Unser andere überschreitet leider das Maximum an Milliliterzahlen fürs Handgepäck. Aber dazu kommen wir gleich. Dann habe ich natürlich alles zum Wickeln. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Windeln für 5 Stunden Flug. Eigentlich bräuchten wir nur 1 oder 2, aber wer weiß, was passiert. Es gibt auch Tage, da braucht sie mal 3 Windeln in einer Stunde. Genau, dementsprechend einfach 5 Windeln, da sind wir auf der sicheren Seite. Dann einmal Feuchttücher, ein neues Paket und eine Wickelunterlage. Man weiß nie, wie ist es da am Flughafen und im Flugzeug zum Beispiel wegen den Wickeltischen. Deswegen einmal hier eine Wickelunterlage. Dann habe ich außerdem 4 leere Flaschen mitgenommen. Das sind unsere Flaschen von Bumpli. Die habe ich bei Amazon gerade gekauft, als sie im Angebot waren. Die sind wirklich toll. Genau, die hier fast 350 Milliliter für die Kinder, da habe ich immer 3 Stück mitgenommen. Die sind einfach super, weil man die hier vorne auch so sichern kann, dass sie halt nicht mehr aufgehen können. Also für solche Taschen und sowas echt genial und beide Kinder können da schon super sicher draus trinken. Da habe ich 3 leere Stück mitgenommen. Man darf ja keine Flüssigkeiten mitnehmen. Für Kinder gibt es scheinbar eine Ausnahme, was das angeht. Das heißt, für Kinder, wenn du es begründen kannst, darf man Flüssigkeiten mitnehmen. Wir werden es versuchen, mal gucken. Wir werden euch auf jeden Fall dann berichten, wie es läuft. Aber sie sind erstmal leer. Und für uns Erwachsene habe ich einmal hier unsere 1 Liter Bumpli Flasche. Genau dasselbe System, halt nur ein bisschen größer, weil wir müssen natürlich auch was trinken. Dann habe ich meine Sonnenbrille auch noch dabei. Hier vorne habe ich übrigens auch noch einen Kugelschreiber, Zopfgummi, Desinfektionstücher und Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel sehe ich gerade, muss ich auch hier in die Apotheke reintun. Genau, Taschentücher und ein Kugelschreiber, das ist halt hier vorne drin. Dann habe ich noch unseren Toilettensitz dabei. Super praktisch, ist auch mein allererster Tipp an euch, kann ich nur empfehlen. Das ist ein mitnehmbarer Toilettensitz für Kinder, den man ganz klein zusammenklappen kann. Wir haben den bei Babywalz bestellt. Genau, einfach so ein Toilettensitz, so ein Sitzverkleinerer, auch mit so ein bisschen Gummi unten, damit er nicht verrutscht. Unsere Große hat nämlich Angst vor Toiletten und genau, damit klappt das echt gut und den kann man super klein zusammenfalten im Flugzeug oder auch am Flughafen und vor allem auch dann im Hotel selber wird sie den auf jeden Fall brauchen und ja, kann ich euch auf jeden Fall einfach nur empfehlen, wenn eure Kinder da auch so sind. Wir sind nicht in einem Kinderhotel, dementsprechend wird es da sowas nicht geben. Deswegen haben wir das auch direkt im Handgepäck dabei, wie gesagt, fürs Flugzeug und alles. Dann habe ich eine Brotdose für die Kinder schon parat. Da kann ich euch schon auch den Inhalt zeigen, denn das ist alles, was nicht verdirbt, nämlich alles Süßzeug. Ich habe einmal 2 Schokoeier mitgenommen. Ganz einfach. Ich habe so Ketten, hier diese Zuckerketten und Gummibärchen für die
für den Druckausgleich sind diese Sachen. Also, dass sie wirklich etwas zum Kauen haben, was auch ein bisschen länger braucht. Die Ü-Eier zum Beispiel auch, weil sie einfach sich sehr lange damit beschäftigen können. Und das habe ich halt hier schon in dieser Box. Morgen früh machen wir noch eine Box mit Keksen fertig und mit Obst. Alles, was halt noch im Kühlschrank übrig ist. Genau, das kann ich aber erst morgen, wie gesagt, fertig machen. Dementsprechend hier achtet da einfach auf Snacks, das, was eure Kinder mögen. Quetschis, Gläschen, Reiswaffeln, all das, was eure Kinder halt gerne mögen, weil es auch eine super Beschäftigungsmöglichkeit ist für im Flugzeug dann. Bei uns ist es so, dass die Kinder sowas alles nicht essen. Deswegen, genau, haben wir das und dann nachher ein bisschen Obst und ein paar Kekse. Dann geht es auch schon weiter mit unserer Reiseapotheke, beziehungsweise Reiseapotheke in klein. Ich habe nämlich zwei Reiseapotheken. Ich habe eine Reiseapotheke nur fürs Handgepäck, halt Sachen, die wir wirklich im Flugzeug brauchen könnten. Und eine große Reiseapotheke dann später im Koffer. Das zeige ich euch gleich. Hier haben wir einmal Fiebersaft drin. Wir haben etwas gegen Übelkeit und Erbrechen. Wir haben Paracetamol-Zäpfchen für die Kleine. Wir haben Ibuprofen für uns Erwachsene. Wir haben etwas gegen Durchfall. Wir haben zweimal Nasentropfen, beziehungsweise einmal Nasenspray, einmal Nasentropfen und Aspirin-Komplex. Sowie werde ich jetzt noch einpacken, einmal ein Hygienespray für am Flughafen selber wickeln. Ne, man weiß ja, wie das ist. Ja, und das ist unsere Reiseapotheke fürs Handgepäck, was ich wirklich dann eventuell mal gebrauchen könnte, wenn wir im Flugzeug sind. Wenn man irgendwie Kopfschmerzen hat oder sowas. Dann das allerletzte aus dem Handgepäck ist einmal hier Lias Reisebegleiter. Einfach so eine kleine Tasche. Dort haben wir alles an Papieren und sowas drin. Genau, ich wollte es alles parat haben. Kann ich euch auch empfehlen, dass ihr euch eine Tasche fertig macht. Es gibt auch so Reiseorganizer, wo halt wirklich alles Wichtige drin ist. Vor allem, was ihr ganz schnell greifen könnt und ihr habt alles parat. Hier kommt nachher auch noch mein Portemonnaie mit rein, dass wirklich alles parat ist, was ihr braucht. Wir haben hier zum Beispiel die Versichertenkarten der Kinder drin, Krankenversicherungskarten, ganz wichtig. Die beiden Reisepässe der Kinder, auch ganz wichtig. Und beide Impfpässe der Kinder. Und dann haben wir alles an Unterlagen für den Flug selber. Unsere Parkplatzreservierung, unsere Shuttle-Reservierung, die Bordkarten. Wir sind auch schon eingecheckt, das haben wir gerade eben schon gemacht. Genau, all diese Unterlagen haben wir hier auch dabei. Und das kommt halt alles hier in diese Tasche. Ist also auch alles dann safe und sicher verpackt. Kann ich euch also auch empfehlen, einfach da so einen kleinen Organizer zu haben. Ganz praktisch sind auch diese kleinen Hüfttaschen, diese Bauchtaschen. Da kann man halt auch alles Wichtige einfach mal schnell reintun, damit man das vor allem auch schnell greifbar hat. Diese Tasche werden wir auch direkt hier hinten reinpacken, dass es mit einem Griff erreichbar ist. Genau. Und das ist eigentlich auch schon unser Handgepäck für jetzt alles, was Verpflegung und sowas angeht. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Handgepäck der Kinder. Wir haben einmal Yunis Trage dabei. Unsere Kokadi Tai Tai ist das. Genau, falls ich die Kleine am Flughafen tragen möchte. Ich werde die nachher als Kleidungsstück ummachen, wenn wir ins Flugzeug gehen. Und somit ist es dann kein weiteres Handgepäck, sondern es ist einfach ein Kleidungsstück von mir. Dementsprechend sparen wir uns den Platz auch. Selbst wenn die Kleine da nicht drin liegt, ich werfe mir das einfach schnell um. Die nehmen wir aber auf jeden Fall mit, die brauchen wir auf jeden Fall am Flughafen selber und auch dann nachher im Urlaub. Dann haben wir diese tolle Toni-Tasche hier gekauft. Die Kleinen sind ja absolute Toni-Fans und diese Tasche geht als kleines Handgepäck für unsere Tochter mit. Hier oben hatten wir Tonis drin, genau, die Kinder haben die gerade hier an die Seite gestopft und hat dann wirklich alles parat. Ich habe da noch einen richtig tollen Tipp für euch. Ich habe zum Beispiel der Kleinen zwei neue Tonis gekauft, die sie noch gar nicht kennt. Das sind einmal einer von Heidi und einmal diesen Leo Lausemaus. Das sind Tonis, die kennt sie noch nicht. Das heißt, sie ist dann am Flug auch ein bisschen beschäftigt, weil sie halt etwas Neues hat, wo sie die Geschichte noch nicht kennt. Das ist nochmal ein Tipp an euch. Also, falls ihr die Toni-Box mitnehmt, dass ihr einfach vielleicht ein, zwei neue Tonis besorgt, die die Kinder noch nicht hören oder noch nicht kennen. So sind sie einfach noch ein paar Minuten länger beschäftigt. In dieser Tasche haben wir einmal die Toni-Box drin. Wir haben auch einen Kopfhörer dabei für die Toni-Box und wir haben natürlich auch das Ladekabel dabei. Die Box ist wirklich, also die Tasche ist wirklich super praktisch. Wie gesagt, die Tonis haben hier oben Platz. Hier passt auch noch super viel rein. Und man kann das sogar vorne aufmachen und dann hat man sogar den Lautsprecher da vorne von der Toni-Box.
Ja, finde ich also echt praktisch. Und das wird, wie gesagt, das kleine Handgepäck für die Kinder. Dann haben wir dieses Handgepäck. Vorher möchte ich euch aber noch unseren Anschnallgurt fürs Flugzeug zeigen. Ich weiß, er ist nicht bei allen Airlines erlaubt. Leider. Ich verstehe es absolut nicht. Es geht hier um die Sicherheit der Kinder und dennoch wird es einfach ignoriert. Wir haben diesen Anschnallgurt extra besorgt. Und zwar kann man den bei Zwergperten mieten für 10 Euro die Woche. Ist auf jeden Fall günstiger als den zu kaufen, denn die kosten 150 Euro aufwärts, wenn man die kaufen möchte. Und dafür benutzt man sie einfach zu selten. Wie gesagt, wir haben ihn gemietet. Die Möglichkeit gibt es. Wir werden ihn mitnehmen. Ich werde euch berichten, ob es geklappt hat oder nicht. Aber Safety auf jeden Fall first. Dann haben wir den Jetkit-Koffer von Stocke gekauft. Den wollte ich einfach schon immer haben. Für alle, die es nicht wissen, was es ist, ich zeige es euch einmal. Das ist also einfach so ein Koffer. Da können die Kinder sich erstens raufsetzen, festhalten. Die Eltern können ihn ziehen. Super praktisch, aber man kann ihn auch aufmachen. Hat dann erstmal noch ein Handgepäck zusätzlich. Wir haben jetzt hier das komplette Spielzeug drin, das zeige ich euch gleich. Und ihr könnt dann einfach das hier umdrehen und an den Flugzeugsitz von der Höhe anpassen. Also ihr seht hier, das ist so in der Höhe variabel. Könnt dann hier oben den Tisch ausfahren. Habt also erstmal eventuell einen Tisch für eure Kinder, noch einen extra Tisch. Oder ihr könnt das Ganze auch einfach als Bett verwenden. Hier könnt ihr das sehen. Also einfach Deckel umdrehen und dann an die Höhe von eurem Sitz anpassen. Und mit der passenden Matratze könnt ihr dann ein Bett aus diesem Sitz bauen, aus dem Flugzeugsitz. Also wirklich super praktisch. Und deswegen wollten wir den unbedingt mitnehmen. Aber auch da gibt es ein kleines Manko. Denn auch dieser Koffer ist leider nicht bei allen Airlines erlaubt. Man darf ihn natürlich mitnehmen, weil er einfach dem Handgepäck entspricht. Aber das Ausfahren ist nicht bei allen Airlines erlaubt. Da einfach nachfragen, schauen, wie es aussieht. Wir finden ihn aber allgemein praktisch einfach für das Spielzeug und auch, dass man ihn halt am Flughafen auch so ein bisschen als Kinderwagen, Sitzplatz und sowas nutzen kann. Genau, aber sonst wirklich tolles Teil. Da werden wir euch auf jeden Fall auch berichten, wie das lief. Jetzt geht es mit dem Spielzeug weiter. Hier oben habt ihr auch noch so ein kleines Fach, da haben wir einmal ein Nackenhörnchen drin und so kleine Spielfiguren von Coco Melon. Dann geht es weiter mit dem Spielzeug der Kinder. Wir haben hier wirklich nicht viel mitgenommen, einfach alles, was hier reingepasst hat und natürlich viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Zum einen einmal zwei Kuscheltiere. Dieses hier macht Geräusche. Ich weiß nicht, ob das so praktisch ist im Flugzeug. Nicht, dass wir andere Leute damit nerven, aber das kommt einfach super bei unserer kleinen Maus an. Dann haben wir einmal diesen Medikamentenspender hier besorgt. Der ist mega, der kommt hier echt gut an. Und zwar haben wir den extra mit Farben gewählt, denn wir haben mit unserer großen Tochter hier einfach Sachen gesucht im Haus, die dieselbe Farbe haben. Hier zum Beispiel eine rote Kugel, die haben wir dann hier reingetan. Hier haben wir noch von einem Stift eine grüne Kappe. Und immer so weiter. Also erstmal habt ihr dann vor dem Flug auf jeden Fall eine Beschäftigungsmöglichkeit, weil ihr einmal die ganzen Farben sucht im Haus. Und außerdem, unsere Kleine liebt es, die auf- und zuzumachen. Das allein ist Beschäftigung genug für sie. Und man kann natürlich auch die Sachen dann im Flugzeug wieder farblich sortieren. Zum Beispiel einen Eimer packen, gut schütteln und die Kinder müssen dann einmal die Farben wieder selber reinsortieren. Genau. Wir haben dafür 5 Euro bei Amazon bezahlt und es hat sich jetzt auf jeden Fall schon bewährt hier zu Hause. Und genau, auf jeden Fall eine super Beschäftigungsmöglichkeit fürs Flugzeug, weil es ist nicht groß, es ist nicht laut und trotzdem können die Kinder damit wirklich sich minutenlang beschäftigen. Dann habe ich auch noch ein Teil selber gebastelt und zwar so ein Gewürzstreuer hier. Und in diesem Gewürzstreuer habe ich einfach so ein paar Eisstiele drin und auch so klein geschnittene Pfeifenreiniger. Das ist auch noch eine tolle Möglichkeit, denn hier oben können die Kinder jetzt einfach in die verschiedenen Löcher. Wir haben hier zum Beispiel ein Loch mit diesen kleinen Gewürzlöchern halt. Und da können die Kinder jetzt die Pfeifenreiniger ganz einfach reinstecken, bis sie halt unten einmal ankommen. Das ist eine super Beschäftigung. Also gerade die Kleine liebt es, aber auch die Große. Die Große ist jetzt 4 und die macht das auch noch total gerne. Ich habe es eigentlich für die Kleine gebastelt, aber auch die Große kann sich damit noch ewig beschäftigen. Genau, da könnt ihr also die ganzen Dinger die ganze Zeit reinstecken. Und die andere Seite ist ja immer so ein ganz großes Loch. Da passen hier zum Beispiel super die Eisstiele rein. Das heißt, da kann man dann einfach die Eisstiele so reinstecken. Genau, auch eine super Beschäftigungsmöglichkeit. Super schnell selber gebastelt, weil die meisten Sachen hat man davon ja sowieso zu Hause. Genau, dann habe ich ganz viele Stickerbücher gekauft.
dieses hier einmal Pepperwoods Umweltbuch. Da gibt es halt auch ne, ganz, ganz viele Stickermöglichkeiten. Dann habe ich richtig tolle Stickerbücher gefunden, und zwar bei Amazon. Einmal hier über Flughafen. Unsere Große ist ja absolut flugzeugbegeistert. Und hier kann man echt coole Sachen machen. Also zum Beispiel hier den Flughafen an sich designen. Man kann aber auch hier mit den Koffern das alles designen. Genau, und hier die Flugzeuge halt aufreihen und sowas. Ne, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Sind wirklich total viele tolle Sticker dabei. Ich würde es am liebsten selber machen. So toll finde ich das. Genau, habe ich bei Amazon gefunden für 5 Euro. Ganz wichtig bei den Spielsachen ist, dass die Spielsachen neu sind. Dass die Kinder die teilweise nicht kennen. Denn dann sind sie einfach länger damit beschäftigt. Diese Stickerbücher zum Beispiel kennt unsere Große nicht. Die habe ich extra neu gekauft und jetzt die ganze Zeit versteckt, damit sie die halt eben nicht findet. Und so ist sie dann einfach morgen richtig gut beschäftigt, weil sie das halt einfach als neu... Es ist was Neues, was Spannendes. Ich habe auch diese beiden Stickerbücher noch gekauft. Da geht es um Thema Anziehen, einfach Kinder anzuziehen. Das liebt sie total, den Kindern hier Klamotten anzuziehen. Und das ist ein Stickerbuch, wo man auch die Sticker ganz einfach wieder lösen kann und einfach immer wieder verändern kann. Fand ich auch sehr praktisch, weil das macht die Kleine, die Große vor allem sehr, sehr gerne, das einfach nochmal zwischendrin mal zu tauschen. Da habe ich hier einmal Thema Bauernhof und einmal Thema Kindergarten. Auch die gibt es bei Amazon, kann ich einfach nur empfehlen. Genau, achte bei dem Spielzeug, wie gesagt, darauf, dass es nicht zu groß ist, dass es einfach viel Beschäftigung bietet. Zum Beispiel das hier habe ich auch bei Amazon gekauft. Da müssen die Kinder halt diese kleinen Teile hier immer in diese Ritzen reinstecken. Das auch ist eine mega lange Beschäftigung bei den Kindern. Und es nimmt nicht so viel Platz weg und es ist nicht allzu laut. Neue Sachen, Sachen, die lange beschäftigen und Sachen, die nicht so groß sind und nicht so viel Lärm machen. Hier haben wir noch so ein kleines Flugzeug, damit spielen die Kinder auch total gern. Ein neues Auto haben wir gerade gekauft, auch damit spielen die Kinder total gerne. Die Kamera wollten die Kinder noch mitnehmen, weil Mama natürlich auch ihre Kamera dabei hat. Genau, das sind eigentlich auch die einzigen Spielsachen, die wir dabei haben. Dann haben wir noch eine Decke fürs Flugzeug. Ja, man bekommt Decken im Flugzeug, aber es ist halt nicht nur fürs Flugzeug selber, sondern auch für im Urlaub dann, dass wir einfach die Kleine, wenn sie im Kinderwagen schläft, nochmal schnell zudecken können. Und hier befindet sich jetzt auch noch die Matratze, die halt für diesen Jetkit-Koffer ist, den man dann nachher auf den Sitz ausbreiten kann. Und jetzt geht es aber wirklich mal an den großen Koffer. Wir haben hier Badesachen für die Kinder. Wir haben einmal für die kleine Maus so einen Schwimmring, wo sie sich reinsetzen kann. Wir haben Schwimmflügel natürlich, ganz wichtig darauf achten, dass die halt auch wirklich für das Kind geeignet sind, für die Gewichtanzahl und für die Größe des Kindes. Für die Große haben wir so eine Schwimmweste, damit sie einfach auch sicher schwimmen kann. Wir haben Schwimmwindeln, diesmal hier mehrfach verwendbar. Wir haben jeweils zwei Badeanzüge für die Kinder. Für die Kleine habe ich noch UV-Shirts oder diese UV-Anzüge, kann ich auch super empfehlen. Die sind wirklich klasse. Ganz wichtig auch Badeschuhe. Dass die Kinder halt wirklich sicher sind, wenn sie am Pool spazieren gehen, wenn sie da auf die Rutsche klettern. Die müssen sehr, sehr eng anliegen. Ich habe jetzt aus der Erfahrung heraus gemerkt, dass man ruhig eine Nummer kleiner nimmt. Genau, die Große hat diese hier. Dann ganz wichtig natürlich Mützen, Sommermützen. Die Große hat sich hier für ihr ganz normales Käppi entschieden. Die Kleine hat noch so ein UV-Cape. Und hier nochmal so einen ganz normalen Sommerhut. Und wir haben ja auch noch die zwei Sommerhüte im Handgepäck. Beim Kofferpacken müsst ihr natürlich einfach darauf achten, wo fahrt ihr hin, was für ein Reiseziel ist es. Wir fahren jetzt in den Sommerurlaub. Dort ist es ungefähr 20 bis manchmal eventuell sogar 30 Grad warm. Dementsprechend haben wir halt viele Schwimmsachen dabei, kurze Sachen dabei. Wir haben auch noch Sandalen dabei. Wir haben solche Schlüpfschuhe hier gekauft für die Kids. Dann habe ich hier noch unsere Reiseapotheke dabei. Dort habe ich Hustensaft drin, eine Popocreme. Wir haben die Ohrentropfen von unserer Großen. Die hat nämlich ganz, ganz oft mit den Ohren zu kämpfen. Annika-Kügelchen für, wenn man zum Beispiel blaue Flecken bekommt, dass die halt einfach nicht so stark ausgeprägt sind. Halstabletten, nochmal etwas gegen Durchfall. Vic Day Night, falls es wirklich ganz, ganz schlimm wird. Nochmal Aspirin-Komplex. Eine Wundcreme. Und wir haben hier noch ein Lippenherpes-Pflaster. Genau.
Das haben wir hier in dieser großen Reiseapotheke dabei. Dann habe ich hier natürlich die ganz normale Kosmetiktasche der Kinder. Da kommen jetzt morgen natürlich noch die Sachen wie Zahnbürste und Haarbürste und sowas rein. Aber ansonsten habe ich hier nochmal ein Fieberthermometer. Ich habe Shampoo für die Kinder. Ich habe nochmal eine Heilsalbe für die Kinder. Ich habe Pflaster, ich habe die Nagelschere, ich habe einen Nagelknipser, ich habe Wattestäbchen. Hier schon eine Zahnbürste drin, sehe ich gerade. Heilwolle, ganz, ganz wichtig. Nochmal eine Sonnencreme, ein Babyöl und nochmal ein anderes kleines Shampoo. Ich habe hier tatsächlich ganz, ganz viele von diesen Pröbchen genommen. Die hatten wir einfach noch über von genau so Geschenken und sowas. Die kann man hier wirklich echt super nehmen. Ganz wichtig natürlich auch ein Fieberthermometer. Dann ganz wichtig auch unsere Plants Are Purple, unsere Mousse-Creme, die wirkt einfach bei allem richtig toll, die muss auf jeden Fall mit. Eine Decke für den Strand, da haben wir hier einfach so eine kleine Wolldecke genommen. Einmal die Bademäntel der Kinder, da habe ich hier extra welche gewählt, die nicht so dick sind, also einfach so Fleece-Bademäntel, die nehmen einfach nämlich auch weniger Platz im Koffer dann weg. Dann habe ich zweimal Spucktücher dabei, nochmal ein Paket Feuchttücher und Windeln. Windeln habe ich jetzt hier nicht alle hingelegt, aber wir haben für die komplette Woche Windeln mitgenommen. Klar, man kann da auch welche kaufen, aber ich habe es sowieso da und dementsprechend habe ich es dann einfach gerne dabei. Genau, habe das also auch schon komplett mitgenommen. Dann kommen wir auch nur noch zu den Kleidungsstücken der Kinder. Bei der Kleidung müsst ihr natürlich einfach schauen, was passt zu eurem Kind, was braucht ihr, was, wo fahrt ihr hin, was für Temperaturen sind dort. Ich habe jetzt viel, viel Sommerkleidung natürlich eingepackt, weil der Wetterbericht einfach sehr, sehr gut aussieht. Ich habe aber auch lange Sachen mitgenommen. Ich sehe hier zwei lange Hosen für die Kinder, drei lange Pullover. Ganz wichtig bei uns im Sommerurlaub jetzt nochmal so Zipperjacken. Ne? Das sind einfach, falls es abends mal ein bisschen kühler wird, dass man dann doch mal irgendwie was hat zum Drüberwerfen. Da habe ich für jedes Kind eine eingepackt. Aber auch so eine Jeansjacke. Einfach um das mal drüber zu werfen abends, wenn es ein bisschen kühler ist. Sonst ganz, ganz viele kurze Hosen. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 kurze Hosen bei der Groß. 6, 7 Oberteile bzw. T-Shirts. 1, 2, 3 Langarm-T-Shirts. 4 Langarm-T-Shirts, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kleidchen. Das ist das, was wir für die Große mitgenommen haben. Und bei der Kleinen haben wir 1, 2, 3, 3, 4 Kleidchen, ein Langarmoberteil, eine Jeansjacke, eine kleine Fleecejacke, eine Weste, drei Strumpfhosen, 1, 2, 3, 4, 5 kurze Hosen. Zwei Wamper, einen davon kurz, ein Langarm-Wamper, nochmal ein Langarm-Shirt, ein Langarm-Body, noch ein Sommer-Outfit mit kurzen Oberteilen, lange Hose. Genau, Bodies natürlich, da habe ich auch Langarm und Kurzarm gewählt. Ich habe 1, 2, 3, 4 in Langarm und 1, 2, 3, 4, 5 in Kurzarm, 6 in Kurzarm sehe ich gerade. Genau, sozusagen so eine Jeans-Latzhose in Kurz. Habe ich dabei einen langen Strampler, falls es wirklich mal kalt wird. 1, 2, 3, 4 lange Hosen, 5 lange Hosen insgesamt. Genau, das habe ich jetzt für die kleine Maus dabei. Aber da müsst ihr halt, wie gesagt, schauen, wo fliegt ihr hin, wie ist das Wetter dort und so weiter. Ja, dann kommen wir zum Thema Schlafen. Thema Schlafen kann ich euch jetzt hier nichts zeigen, weil wir da im Endeffekt nichts brauchen. Weder Schlafanzüge brauchen die Kinder dort, noch Schlafsäcke, noch ein Babyfon brauchen wir. Keine Schmusetücher, die Kinder ganz besonders brauchen. All daran müsst ihr halt denken. Was braucht euer Kind beim Einschlafen? Das Einzige, was unsere Großtochter braucht, ist die Toni-Box. Was anderes haben wir beim Einschlafen nicht für die Kinder. Da gibt es einfach nichts, was die besonders gerne mögen oder brauchen unbedingt. Aber daran müsst ihr halt denken. Ihr müsst halt einmal komplett überlegen, okay, was braucht mein Kind, wenn ich woanders schlafe? Und das ist tatsächlich unser Kofferinhalt. Ich bin echt total gespannt, wie wir damit hinkommen. Wir fliegen 2 Wochen, aber ihr seht, wir haben gar nicht so viel Kleidung dabei. Einfach aus dem Grund,
weil wir dort die Möglichkeit haben zu waschen und ich bin sehr gespannt, ja, wie das abläuft mit dem Waschen, wie das möglich ist und vor allem, wie viel das kostet. Genau, aber dann nehmen wir euch dann auch auf jeden Fall mit und sonst kann man dort ja auch noch was kaufen. Wir sparen uns dann ja durch die Windeln eine Menge an Platz auf dem Rückweg und wir haben auch noch einen halben Koffer beim Papa frei, also das passt auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gern ein Abo da, ein Kommentar, ein Like und schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei, denn da gibt es täglich Stories, täglich Reels und also wenn ihr nichts verpassen wollt, dann seid ihr da auf jeden Fall an der richtigen Stelle, vor allem jetzt im Urlaub. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.